Und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Ja, auf der Xbox spielen wir, ja. Oh Gott. Wir haben dezent auf die Schnauze gekriegt, beziehungsweise wir sind dezent auf die Schnauze geflogen. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ja auch noch mehr auf die Schnauze. Wir sind ein wenig genommen. Moment. Darüber gab es doch etwas in Dads Aufzeichnung. Es heißt, das Grab des Propheten liegt versteckt in den Klippen über einer der vergessenen Städte. Die Legende besagt, dass der Prophet in einer Oase zur Ruhe gebettet wurde. Eine Oase? Sieht aber nicht nach einer Oase aus. Aber gehen wir mal gucken, ob wir eine Oase finden werden. Ach, von der... Oh Gott. Von der Grafik her finde ich das Spiel echt geil gemacht. Ach ja. Ich bin ja noch Shakespeare's Pitcher das Zocken nebenbei. Alle, hopp! Ich frage mich, ob sie sich eigentlich immer von alleine festhält. Aber ich drücke jedes Mal X. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen muss. Irgendwas ist hier. Ja, hier auf jeden Fall. Gehen wir rein. Wirklich sein? Ja, that is it. Und sieht schon so verdächtig aus. Verlassen. That is it definitiv. Hab ich das gerade gemacht? Ich hab gerade einfach irgendwelche Tasten gedrückt. Wird schon passen. Unglaublich. Das ist eine Art Markierung. Ich kann nicht alles davon übersetzen. Aber dieses Wort. Prophet. Hier ist es. Dad hatte recht. Ich muss schon sagen, ne, rein theoretisch. Halt den Stab fest. Lass ihn nicht fallen. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Nicht bewegen. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Festhalten. Festhalten. Gut, machst du das. Weiter festhalten. Und hinlegen. So. Das sieht dermaßen bescheuert aus. Hey, halt weiter hoch. Hallo. So, theoretisch, ne? Führt sie ja die ganze Zeit Selbstgespräche, ne? Klar, ist ein Spiel, wir kriegen ja sonst nichts mit, ne? Aber sie führt rein theoretisch Selbstgespräche. Okay. Hier ist er. Sowas wie Wunderheilung. Dads Notizen erwähnen das auch. Wandgemälde. Lesen Sie Wandschrift. Wat, wann? Achso, Wandinschrift. Ne, ich lese immer. Ich lese die Wörter mal falsch. Ich hab. Danke, ich wollte das noch lesen. Ich sollte Schnauze halten, statt die ganze Zeit zu quatschen. Und Sachen einfach lesen. Ich lese in letzter Zeit immer Worte falsch. Zum Beispiel Wandinschriften habe ich gerade nicht als Wandinschriften gelesen, sondern ich habe Wandi-Endschriften gelesen. Wo ich mir dann denke, hä? Er führte seine Anhänger durch die Wüste zur Oase. Mhm. Ich glaube, die Wand ist ein bisschen instabil. Ein geheimer Eingang. Ja, total geheim. Bam. Bam. Lösche das ganze Ding hier ein. Okay, gibt's dafür auch. Oh, was ist hier denn? Unglaublich. Wenn der das nur hätte sehen können. Als ob. Wir sind noch gerade von eigentlich. Wir sind da vorne irgendwo rein. So, dann machen wir da hin. Das heißt, wir sind von da oben ungefähr. Warte, ich gehe mal hier vorne hin. Wobei, wir müssen sowieso hin, oder? Ja, hier geht sowieso nicht weiter. Ja, klar. Weißt du, als ob das noch nie jemand entdeckt hat. Einsatz die Bergweiser. Recht das Ding. Ah, okay, ja, den brauche ich aber nicht. Du guckst ja an, als ob das Ding noch nie jemand von oben gesehen hat. Bringen sie an die Wand und klettern sie mit A. Welche Wand? Ah, okay. Da habe ich nicht gesehen. Okay, brauche nicht jedes Mal X drücken. Da kommt ein paar Helis.
Ja, guck, die haben wir so gerade entdeckt hier unten. Sie sind schon hier. Ich muss da rein. Was? Wieso bin ich denn jetzt... Hä? Warum bin ich jetzt gestorben? Was soll das denn? So, rüber, geradeaus. Also müssen wir warten. Ja, guck, und dann einfach jumpen. Oh Gott. Aua. Ich hab ihn. Die Stadt definitiv nicht. Das sieht schön aus hier. Generell ist die Grafik so chillig. Und da auf einem Busch. So, aber, ne, wir gehen jetzt einfach rüber. So, mal kurz Update für alle. Ich werde sowieso nochmal ein Update-Video machen zu allem drum und dran, was jetzt überhaupt hier passieren soll. Es wird auf jeden Fall einiges passieren auf Early Access. Ich muss versuchen irgendwie, dass ich noch zu morgen, zu Sonntag, so eine Art Trailer mache, wo ich bei mir auf dem Hauptkanal noch sage, hey, wir zocken Tomb Raider. Bis er sie in ihrer geheimen Oase aufspüren konnte. Deswegen werde ich diese Folge auch noch ein bisschen kürzer machen, damit die Leute, die es noch gucken wollen, nicht irgendwie 2-3 Stunden Material vorschauen müssen. Achso, da oben komme ich rein, okay. Ja, aber ich muss mir aber irgendwas überlegen, weil was mache ich denn da? Ich will mehr machen hier. Ich habe hier etliche Videos schon hochgeladen, aber noch nicht eingestellt. Die werden kommen. Das ist unter anderem TTT. Das sind. Ich werde ein neues Format hier machen. Das nennt sich Trash Games oder irgendwie sowas. Als Beispiel, ich habe letztens CSGO gezockt mit ein paar Freunden. Ich habe nicht irgendwie skilled oder so mich konzentriert, sondern ich habe einfach nur Scheiße gelabert mit den Leuten im Stream, mit den Leuten, die dabei waren und Scheiße gemacht. Das habe ich aufgenommen. War eigentlich ganz lustig. Aber das schon. Das ist etwas, was ich nicht unbedingt bei mir auf dem Hauptkanal habe. Ah, Dan würde! Oh, 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 leck mich am Arsch. Oh. Geh weg, geh weg. Ah. Geh. Ich hab die Skorpione. Das juckt die aber nicht, das juckt die nicht. Ja, gehst du mal weiter. Danke, geh weiter. Y, das ist oben, ne? Ja. Schnell raus. Kein Bock. Hi, Nadine. Oh, sexy. Alte Menschen. Hier gab es einen Kampf. Bewaffnete Soldaten gegen religiöse Pilger. Der Trinity Orden. Milde Gabe. Suche einen kleinen orangefarbenen Behälter nach Belohnung. Okay. So. Nee, und sowas würde ich halt hier hochladen. Das sind sie dann Trash Games, so Sachen, die ich nicht unbedingt bei mir hochladen möchte, auf dem Hauptkanal. Aber halt aufgenommen habe, wo ich mir denke, ja, kannst du halt bringen. Weil, ob ich es jetzt nur hochlade oder nicht, es gibt Leute, die wollen es vielleicht gucken. Der Trinity-Orden hat erfahren, dass die Anhänger des Propheten ein großes Grab bauen. Bei einer Oase außerhalb Berias. Noch beunruhigender ist, wir dachten, dass sie das Grab für ihren Propheten bauen. Aber Trinity glaubt jetzt, dass er noch lebt. Offenbar predigt er seine Irrlehren den Einheimischen und gewinnt mit Geschichten seines Sieges über den Tod täglich mehr Anhänger. Er ist ein Lügner, ein Ketzer, der Wunder beansprucht, die nur Gott vollbringt. Du hast geschworen, er sei tot. Hast du uns getäuscht? Ja, ich hab euch getäuscht. Ja, deswegen will ich halt, wie gesagt, ein bisschen mehr hier bringen. Und ich möchte nächste Woche, auch wenn alles klappt, mit Fallout starten. Ich werde Fallout aber erst starten, wenn ich Tomb Raider komplett durchgespielt habe. Das heißt, ich werde mich jetzt auch bis Montag so hinsetzen und das ein bisschen durchsuchten zocken. Damit ich hier schnell durchkomme. Oh Gott. Verdammt, das war echt knapp. Denn ich habe so viele Sachen, die ich auf meinem Hauptkanal produzieren muss im Moment. Und wenn ich dann noch mehr Spiele habe, dann komme ich da einfach nicht mehr hinterher. Deswegen fange ich erst später mit vorne an. Sie sprengen sich den Weg frei. Ja, das dauert ja auch ein bisschen länger, das Spiel. Oh Gott. Ah! Geh weg. Ja, das sieht eklig aus dem Wasser.
Okay, die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier hoch? Ich glaube, hier rüber. Kommen wir nicht. Da kommen wir hoch. Kommen wir nicht? Achso, ich muss... Ah! Wo können wir denn hier hoch? Kann ich das nicht? Nee. Okay, wie komme ich jetzt weiter? Ah, oh mein Gott, hat das Bäume? Nee. Wie komme ich denn hier jetzt weiter? Warum gibt es das nicht oder was? Wie komme ich hier weiter? Kann ich das Ding verschieben? Nee, kann ich nicht. Hey, Moment, jetzt verstehe ich nur Wale. Hä? Wie komme ich denn hier weiter? Moment. Ja, ach was. Die Wand. Welche Wand? Welche Wand? Welche Wand? Dahinter ist Wasser. Ich kann den Wasserstand erhöhen, wenn ich durchbreche. Ich hasse mein Leben, ne? Warum bin ich da nicht schon leicht drauf gekommen? Ah, das sind so Sachen, das ist halt Tomb Raider, ne? Rätsel. Macht Sinn. Manchmal bin ich ein wenig schwer vom Begriff. Und das kommt auch, weil ich finde so ein bisschen... Oh Gott. Jetzt raus hier, jetzt raus hier, jetzt raus hier. B. Okay, haben wir das geschafft. Weil, als Beispiel früher, so Sachen, weißt du, das Einzige, was dir erklärt wird, du hast ein Spiel gekauft, hast das Spiel bekommen, was weiß ich, das Einzige, was dir zu diesem Spiel hat, was dir bei diesem Spiel geholfen hat, war das Handbuch. Denn da stand die Steuerung drin. Und das war's. Heutzutage, drücke dies, drücke das, mache dies, drücke hier, drücke da, da musst du hin. Das sind so Sachen, die gab es früher nicht. Und wenn man das halt irgendwann, man gewöhnt sich halt an sowas, wenn man mit, was Spiele heutzutage alle so sind, dann gewöhnt man sich da halt dran und dann, verdummen wird jetzt nicht nennen. Aber dann ist man halt gewohnt, dass einem viel geholfen wird und kommt nicht immer unbedingt bei vielen Sachen von alleine drauf. Das ist so ein bisschen, was ich auch blöd fand. Was da als Beispiel mit WoW. Das ist das beste Beispiel. Da hieß es ja, dass es damals so viel mehr für Noobs angepasst wurde. Also, klar, ich fand viele Sachen, finde ich, auch sinnvoll. Aber, weiß ich nicht. Ich fand viele Sachen auch... Was war das denn? Ich fand viele Sachen auch tierisch einfach unnötig. Was zum Henker macht sie da für Move? Whatever. So, haben wir irgendwann was für kaputtballern können? Da oben. Ich muss irgendwie weiter hoch. Vielleicht den Wasserstand erhöhen. Ja, da werde ich gerade nicht drauf gekommen. Deswegen haben Spieler das Spiel früher auch ziemlich lange gebaut. Wasserstand erfolgreich erhöht. Problem gelöst. Der was?
Können wir da mitnehmen? Nee. Warum geht das Ding ständig auf und zu? So, hier oben haben wir das Ding. Aua. Nee. Das Thema hat auf jeden Fall schon mal nicht. Wir müssen da oben hoch, das ist mir schon klar. Wo können wir denn noch hin? Wir können hier wieder zurück. Hier kommen wir her, ne? Hier wieder hoch, ja. Natürlich können wir da nicht hoch. Okay, hier kommen wir her. Wir müssen da oben also hoch. Die Frage ist, wie kommen wir da ran? Ich zweifle, dass wir das... Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Wenn ich es anheben könnte... Ach so. Was ist denn los mit mir heute? Ich komme gar nicht auf solche Sachen. Okay, dann können wir uns schon mal nicht rein. Ich bin auch noch ran. Kann ja, ich das Ding hier einmal kaputt ziehen? Theoretisch müsste das ja gehen. Tut es aber nicht. Wie heben wir das Schleusentor weiter an? Dem Ding, aber da kommen wir nicht rein. So, ohne weitere. Sind wir da drüben irgendwo? Oder kann ich hier noch irgendwo Wasser freisetzen? Sind wir sonst noch irgendwo hin? Wenn ihr auf Skype denn schon wieder nicht beschäftigt. Da weiter. Das Schleusentor hält das Wasser zurück. Ja, ich weiß. Wenn ich es anheben könnte. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, ich weiß. Mensch, da hat wer sein Schwert vergessen. Ach, ich bin blöd. Manchmal bin ich ein bisschen sehr schwer vom Begriff, aber ich habe schon Ewigkeiten keinen Tomb Raider mehr geschafft. Deswegen muss ich mich einfach mal in die ganzen Rätsel gewöhnen, das alles zu entdecken. Ist denn hier eine, das war wieder zu gehen? Muss ich hier überhaupt hin? Ja. Das ist blöd. Nein, eigentlich wollte ich da hinten hin. Erstmal hier gucken, wie das hier abgeht. Wir müssen da hinten hin, ne? Ja. So, dann gucken wir erstmal hier, was hier abgeht. Und guck mal, das hätten wir nämlich dann schon mal übersehen. Zip, nehmen wir mit. Da. Da oben ist noch so ein Ding. Ich gucke gar nicht, was wir davon bekommen. Was bekommen wir denn? XP und irgend so ein XX. Oh, 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 hier gibt Geld, 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 Geld. Alles Geld. Alte Münzen könnten hier ein Upgrade und Ausrüstung gekostet. Okay. Dann machen wir das. Und dann einfach hoch. Nee. Wir gehen noch hier hinten hin. Dann würde ich aber auch sagen, bevor wir jetzt weitermachen, Leute, sind wir am Ende der Folge angekommen. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr dabei seid. Archivarkarte. Archivarkarten enthüllen auf der Karte die Position von Dokumenten, Relikten und Wandgemälden. Okay. Finde ich cool. Und dann würde ich mich wirklich tierisch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und vielleicht ein Däumchen nach oben geht, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, Leute. Oh Gott. Verdammt. Sie sind fast drin. Ich glaube,
Gut, Leute. Das haben wir noch ein. Wir sagen, Leute, haut da rein. Was Sie sagen, ist unmöglich. Bis dann. Ich selbst trieb einen Speer ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich.